Schaffe ich es, über 1000 Huggy-Wuggies in Brickricks zu springen? Schau dafür das Video bis zum Ende. Hey, du da, du Feigling. Meinen Sie mich? Was ist denn mit mir? Wieso nennen Sie mich direkt Feigling? Ich sehe doch sofort, dass du ein Angsthase bist, du Schattenparker. Wen nennst du hier Schattenparker? Ich habe hier so Autos, oder sind das Ihre? Mann, das sind meine Autos. Siehst du das nicht? Ja, tut mir ja leid. Ich wollte einmal ein bisschen angeben. Mann, angeben kannst du woanders. Pass mal auf, ich habe hier eine kleine Aufgabe für dich, okay? Was denn für eine Aufgabe? Sag mal, ich warte hier nur auf meine Bahn. Ich wollte hier eigentlich gleich den nächsten Zug nehmen. Papalapap mit deiner Bimmelbahn. Sag mal, sehe ich so aus, als würde ich scherzen. Zu machen oder was? Hör zu, deine Aufgabe ist folgende. Wenn du es schaffst, mit einem dieser Autos über Huggy-Wuggy zu springen, dann gebe ich dir 1000 Euro. 1000 Euro? Über Huggy-Wuggy? Wo ist denn Huggy? Ich sehe den gar... Warte mal, da... Doch, da vorne, da ist Huggy. Und da ist auch so eine Rampe. Ja, doch, das könnte ich schaffen. Ja, okay, dann nimm die Challenge an. Wenn du es nicht schaffst, dann bist und bleibst du ein Loser. Ja, okay. Vielen Dank. Welches dieser Autos darf ich denn nehmen? Darf ich alle nehmen? Ja, such dir doch eins aus, Jüngchen. Du alter Hosenklappautermann. Ja, tut mir ja leid, aber ich wollte ja nur mal nett fragen. Okay, Freunde, welches dieser Autos soll ich jetzt nehmen und welches dieser Autos schafft es, über Huggy zu springen? Ich würde fast sagen, so ein Formel-1-Auto hier, oder nicht? Gut, ich probiere es aus. So, ich leg direkt los. Lasst sofort ein Like und auch ein Abo dafür mehr wirklich folgen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, über diese Huggy rüber zu springen. Oh, drüber! Nein, wir haben ihn berührt. Ja, okay, das war nichts. Also mit dem Formel-1-Auto, Freunde, bringt es schon mal original gar nichts. Ach, okay, so. Also ob die 1000 Euro sicher bei dir sind, weiß ich auch nicht. So, wir fangen an hier über den Huggy rüber. Und da komm schon. Sprung! Ja, oh mein Gott, ganz knapp gestriffen. Nein. Ey, wie knapp war das bitte gerade? Wir sind so knapp über den rüber, dass... Na gut, komm schon. Ich sag euch, ich wähle jetzt das nächste Fahrzeug. Und zwar nicht das... Warte mal, welches haben wir denn da noch? Gelb oder rot? Gelb oder rot? Schreibt sofort in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Gelb oder rot? 3, 2, 1, ich sag gelb. Gelb sieht auch so schnell aus. Ich glaube, dass das was werden könnte. Wir schauen mal. Zwei Autos habe ich schon versammelt. Ich will aber unbedingt diese 1000 Euro haben, Freunde. Und schaffe ich es mit diesem Fahrzeug? Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe es ganz, ganz knapp geschafft, damit darüber zu fliegen. Und lande hier auch noch mitten im Gebäude oder was ist los? Naja, okay, das war nichts. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Huggy steht noch. Wir haben die Challenge gewonnen. Wow, erstaunlich. Nicht schlecht, Jüngchen. Du hast 1000 Euro gewonnen, aber pass auf. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ich gebe dir 10.000, wenn du es schaffst, über 5 Huggys zu springen. Über 5 Huggys? Ich meine, über ein Huggy war das jetzt ja eben schon schwer. Gibt es da dann irgendwie noch eine bessere Rampe? Oder sowas? Ja, ja, ich lass mir da mal was einfallen, okay? Ja, okay, okay, über 5 Huggies. Nehme ich jetzt die 1000 und gehe damit nach Hause oder nehme ich die 10.000? Ihr kennt mich, Freunde. Ich glaube, ich nehme die 10.000. Ich nehme die 10.000. Gute Wahl, mein Freund. Ja, wieso lachst du so komisch? Na ja, gut, dann sehen wir uns gleich. Willkommen zu Challenge Nummer 2. Wenn du es schaffst, über diese 5 Huggy-Wuggies zu springen, dann bekommst du 10.000 Euro. Aber wähle ein Auto weise. Über diese 5 Huggies? Okay, kein Problem. Welches Auto? Ah, okay, von den Autos soll ich auswählen. Rot oder gelb, das von eben. Ich glaube, das ist die Ferrari 512, wenn es mich nicht täuscht. Die Rampe sieht ein bisschen flach aus, bin ich ehrlich. Also es funktioniert nur, wenn man mega schnell ist, ne? Ja, war das Auto jetzt eben so schnell? Darf ich nochmal eine Testrunde machen mit den Autos? Nein. Ja, mein Gott, ist ja gut, ey, okay. Dann halt nicht. Es müssten beides Ferraris 512 sein. Ich glaube, dass ich wieder den gelben nehmen werde, weil der hat so einen gepimpten Motor. Freunde, bitte drückt jetzt auf den Like-Button, wenn ihr glaubt, dass ich das schaffe. Aber eigentlich glaube ich ja. Ne? Über 5 Huggy-Wuggies könnte man schon durchaus schaffen. Ich muss nur schnell genug sein. So, zack und Sprung. Oh nein. Wow. Okay, den ersten haben wir schon mal. Den zweiten haben wir auch. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Und das war's über alle 5 rüber. Oh, wow. Was? Wie konnte ich das nicht schaffen? Hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich das First Try schaffe? Oh Mann, was? Du machst mich noch zum armen Mann. Tja, was sagst du jetzt schon, hä? Mit so einer krassen Karre, selbst mit denen schaffe ich es, über die 5 Huggies rüber zu springen und keiner ist umgekippt, ne? Das brauch ich auf YouTube abonnieren, ihr kennt das Spiel. Was sagst du jetzt dazu? Wenn du dich traust, kannst du ja nochmal den roten nehmen. Den roten? Ja gut, okay, mich würde auch interessieren, wie schnell der ist, deswegen nehmen wir den auch nochmal. Mal gucken, ob unsere Wahl eben richtig war. Oh, der ist, glaube ich, sogar noch schneller. Ich glaube, der rote hier ist sogar noch schneller, aber lässt sich ziemlich schwer steuern.
Aber auch mit dem schaffen wir es über alle 5 Huggies rüber. Guckt euch an, wie krass. Also über 5 Huggies schon mal ein Check, würde ich sagen. Die 10.000 lassen wir uns schmecken. Ja, okay. Ja, Joe, ich habe dir dein Auto jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Sorry, ein Reifen fehlt, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Nicht schlecht, aber pass auf, ich habe noch einen Vorschlag. Wenn du es schaffen solltest, über 50 Huggy Wuggies zu springen. Ich weiß, die Zahl hört sich krass an. Dann gebe ich dir 100.000 Euro. 100.000 Euro. Also was mache ich, Freunde? Das ist wieder die Frage. Nehme ich jetzt die 10.000 oder nehme ich die 100.000? Ich meine, mal eben so 100.000 mitzunehmen, das wäre schon ein schmackhafter Deal. Ich, über 50 Huggy Wuggies, ich meine, über 5 habe ich jetzt easy geschafft. Bekomme ich dann auch eine größere Rampe oder sowas? Ich bereite dir da mal eine Kleinigkeit vor, du Bengel. Damit es vielleicht noch verlockender ist, machen wir 100.000 und das gelbe Auto. Du willst mir den gelben Ferrari dazugeben? Der kostet 280.000 Euro. Das ist ein Oldtimer, das ist ein seltenes Stück. Davon gibt es nur 150 Stück. Mann, du Knalltüte. Hast du mir nicht zugehört? Du kriegst ihn for free. Er kann dir gehören, du leere Hose. Okay, ja, ach komm, komm, Handschlag drauf. Ich nehme ihn an. Ja, ich nehme den Deal an. Ich habe dir hier nicht ganz 50 platziert, aber genug, dass du es nicht schaffen wirst. Zeig mal her hier. So, zeig mal. Okay, das sind auf jeden Fall ordentlich Huggies. Guckt euch bitte an, wie viele das sind. Um Gottes Willen, guck mal. Ey, wie soll ich das denn alles schaffen? Alles mit dem gelben Auto oder was? Mit dem Ferrari hier über die ganzen Huggies. Ich glaube, es sind rund 50. Ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffe. Es geht jetzt wirklich nur um Geschwindigkeit. Es geht nur... Oh, mein Auto schlenkert ein bisschen. Es geht nur um Speed und Absprung. Mein Auto hat Schaden genommen. Mein Auto hat Schaden genommen. Das ist nicht gut. Okay, die ersten Huggies, dass ich darüber komme. Ich glaube, das muss ich hier gar keinem erklären. Ich denke mal, das ist jedem klar. Und es sieht fast so aus, als würde ich hier easy rüberkommen. Was? Ich hätte sogar über 100 geschafft? Warte mal. Ich schaffe sogar über 100 Huggies. Hä? Okay, okay, warte mal, das muss ich ihm sagen. Er hat das, ich weiß nicht, ob er das jetzt genau gesehen hat, wie das ist. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. So, Farmer Joe, ich habe es geschafft. Da guckst du nicht schlecht. Über 50 Huggy Wuggies rüber zu springen, da guckst du nicht schlecht. Ne, hast du wahrscheinlich nicht gedacht. What? Was? Mein schönes Auto ist jetzt weg, verdammte Axt. Ja, das ist weg. Pass auf, ich habe einen Vorschlag. Du gibst mir 200.000, wenn ich es über 100 Huggies schaffe, okay? Ich würde sagen, das, oder sagen wir 120 Huggies, ich würde sagen, das schaffe ich. 120 Huggies? Du willst ja komplett abrasieren, sag mal. Ja, 120 Huggies ist auf der Linie. Ich würde sagen, sagen wir 200.000 bis zum Rennen. 200.000? So viel habe ich doch gar nicht. Ja, doch, das wirst du schon irgendwo noch haben. Sagen wir, das Auto kriege ich jetzt schon, weil ich jetzt eh schon so krass performt habe. Und dann gibt... Oh ja, gut, komm, wir sagen das Auto und 150.000, okay? 150.000? Was, wenn du verlierst? Wenn ich verliere, dann kriege ich gar nichts. Dann kriegst du das Auto zurück und von mir aus kannst du auch die Rampe hier behalten. Wow, 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 wow. Okay, ich habe hier nichts zu verlieren. Viel Spaß. Ich habe dir 120 Huggy Wuggies hingestellt. Ja, dann mal viel Spaß. 120 Huggies? Oh Gott, Freunde, es leckt schon ein bisschen. Aber zeig mal her da. 120 Huggies. Guckt euch bitte an, wie viele das sind. Ob ich das schaffen werde, ey. Wenn ich das schaffe, dann lasst bitte sofort meinen Like da. Denn es steht 150.000 und dieses Auto da vorne auf dem Spiel. Ich glaube, diesmal brauche ich aber ein bisschen mehr Anlauf. Ich bin sehr gespannt, ob wir das Ganze jetzt schaffen werden. Freunde, ihr seht es, wie es leckt. Es sind unnormal viele Huggies platziert. Und ich brauche Speed. Ich brauche mehr Speed. Ich brauche mehr Speed. Ich brauche mehr Speed. Wieso wackelt das Auto? Sowieso wackelt. Unfall, Unfall, Unfall. Wow, Neustart, Neustart. Um Gottes Willen, nein, bitte nicht ein Unfall. Oh mein Gott, darf ich noch einmal probieren? Ich probiere direkt nochmal. Ich glaube, ich war zu schnell oder sowas. Auf einmal kam das Auto komplett ins Schleudern. Ich kann auch nicht mir genau erklären, wieso. Jetzt schon wieder, es wackelt, es wackelt, es wackelt. Guckt euch das doch an. Das ist doch Schiebung. Hier ist doch, die Rampe ist Schrott, was? Die Rampe ist Schrott gegangen, was? Oh Mann, du Idiot, was machst du da? Dir werde ich zeigen, Jenkins. Glaub mir, Freunde, mit weniger Anlauf ist vielleicht die Devise. Und Sprung! Oh mein Gott. Oh nein, ein schlechter Absprung. Wo fliege ich hin, wo fliege ich? Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, es könnte sein, dass wir es so schaffen. Es könnte sein, dass wir es schaffen. Nein, wir schaffen es nicht. Nein, wir haben es nicht geschafft, Freunde. Wir haben es nicht geschafft.
geschafft, über die Huggies rüber zu springen. Guck mal, wir sind auch schlecht abgekommen. Jake, jetzt gibst du mir doch eine erneute Chance, es zu probieren. Vielleicht wann anders mal, weil über 1000 Huggies hättest du es ja nie geschafft. 150.000, das Auto gehört mir. Was heißt 150.000? Nein, du musst mir keine 150.000 zahlen. Warte mal, willst du mich veräppeln oder was? Hey, ich habe mein ganzes Auto verloren. Es ist komplett Schrott, du Idiot. Was kann ich denn dafür, wenn, das, wenn du mir das anbietest? Hallo? Komm morgen 18 Uhr wieder und versuch über 1000 Huggies zu springen. Dann gebe ich dir 1 Million Euro. Freunde, was meint ihr? Soll ich dieses Angebot von Jenkins annehmen? Ja oder nein? Hashtag damit in die Kommentare. Hashtag, also ihr schreibt es in die Kommentare. Hashtag 1000 in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass ich es schaffen würde, über 1000 Huggies zu springen. Ich sag euch, wenn die Rampe richtig steht, wenn ich genug Speed habe, das Auto richtig steht und die Huggies genau gerade in einer Reihe. Ich glaube, ich hätte das sogar geschafft, eben mit den 120 Huggies. Ich glaube, eigentlich hätte ich es geschafft. Deshalb fing auf einmal an zu wackeln. Ich weiß nicht, wieso. Wenn es euch aber gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat diese Folge wirklich gefallen. Die war sehr viel Arbeit, diese ganzen Huggies immer zu platzieren. Freunde, tut mir den Fall, schaut ein, zwei Mal wieder aus. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.